Hallo und herzlich willkommen in Evas Büchereckchen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich über Kinderbücher spreche. Heute möchte ich nochmal einen Booktag machen und zwar den Mid-Year Freakout Booktag. Das sind 13 Fragen insgesamt zu den Büchern, die man in der ersten Hälfte des Jahres gelesen hat. Und ohne jetzt noch lange vorwegzureden, würde ich dann auch gleich anfangen. Frage Nummer 1 ist, wie könnte es anders sein? Was ist das beste Buch, das du im ersten Halbjahr bis jetzt gelesen hast? Ich habe insgesamt 38 Bücher bisher in diesem Jahr gelesen. Bis auf... Nein, 38 Bücher waren das im ersten Halbjahr bis einschließlich Juni. Jetzt im Juli habe ich so eine kleine Leseflaute. Aber ich komme auch da gerade so langsam wieder rein. Und ich bin bei solchen Tags immer sehr schlecht darin, mich für ein Buch entsprechend pro Frage zu entscheiden. Ich habe jetzt hier auch eine relativ lange Liste, weil ich zum Glück sehr viele, sehr schöne Bücher dieses Jahr gelesen habe. Und auf jeden Fall erwähnen möchte ich als bestes oder heiße Kandidaten für mein Lieblingsbuch 2023 Minna und die magische Stadt von Karina Zacharias, Orion Lost von Alistair Chisholm, Pullerpause im Tal der Ahnungslosen von Franziska Gehm, Charlie Bone Band 1 von, Moment, Jenny Nimmo und die Duftapotheke und die beste Bahn meines Lebens von Anne Becker. Die Duftapotheke ist von Anna Ruhe, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, die haben mir allesamt sehr gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie irgendwo anders schon mal erwähnt habe. Sind eigentlich alles Bücher eher so ab 8 oder ab 10 Jahren, also für größere Kinder, und haben spannende Geschichten und interessante Settings und auch Protagonisten, die mir gut gefallen haben. Insofern, die sind auf jeden Fall eine große Empfehlung. Dann Frage Nummer 2, was ist die beste Fortsetzung, die du im ersten Halbjahr gelesen hast? Ich habe jetzt gerade 2 Reihen für mich entdeckt und gelesen habe ich die Duftapotheke Band 2. Das hat mir sehr gut gefallen, und zwar ohne Band 1 zu kennen. Habe ich jetzt gerade ein Video zu veröffentlicht. Das hat mir sowohl als für sich alleinstehendes Buch als auch als Band innerhalb einer Reihe sehr gut gefallen. Und dann Laura kommt in die Schule. Das ist aus der Reihe Lauras Stern, die mir generell auch ganz gut gefällt, so als Kinderbuchreihe. Und insbesondere der Band Laura kommt in die Schule gefällt mir sehr gut, weil das so eine Geschichte ist, in der eigentlich ziemlich viel schief läuft, was sozusagen, oder wo ich mir vorstellen könnte, dass das auch so Sachen sind, um die sich Kinder, die in die Schule kommen, ganz große Gedanken machen, wo sie viel Bauchweh haben. Und die Auflösung ist extrem positiv, also obwohl vieles schief geht, ist niemand böse und alles wird gut, was ja auch in so einem Zusammenhang dann eine gute Botschaft ist. Frage Nummer 3, zeige eine Neuerscheinung des ersten Halbjahres, die du bislang noch nicht gelesen hast, es aber unbedingt noch tun möchtest. Das kann ich nicht. So aktuell lese ich ehrlich gesagt bisher selten. Es ist immer so, dass ich viele Bücher auf Empfehlung von irgendjemandem lese, und bis dann die Empfehlung zu mir durchgedrungen ist, ist meistens nicht mehr das aktuelle Veröffentlichungsjahr in dem Buch. Deswegen kann ich da nichts zu sagen. Dann zeige eine Neuerscheinung des zweiten Halbjahres, auf die du dich schon sehr freust. Nevermore Band 4 auf jeden Fall ist angekündigt für Herbst diesen Jahres, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Band 1 bis 3 hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Reihe von Jessica Townsend. So ein bisschen wird die mit Harry Potter verglichen, weil es da auch um ein Kind, ein Mädchen in diesem Fall, mit magischen Fähigkeiten gibt. Es spielt aber in einer von unserer Welt völlig losgelösten Fantasy-Welt, wenn ich das richtig verstehe, auch in einer Art magischer Schule, und ist schon insgesamt sehr anders als Harry Potter. Aber auch sehr gut,
Und die ersten drei Bände haben mir extrem gut gefallen. Deswegen freue ich mich da auf Band 4. Zeige deine größte Buchenttäuschung des ersten Halbjahres. Da habe ich auch drei Stück zu nennen. Und zwar einmal der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat. Da bin ich mit ganz anderen Erwartungen reingegangen, und war deswegen von dem Buch persönlich ein bisschen enttäuscht. Dann der 35. Mai von Erich Kästner fand ich einfach generell von der Idee her nicht toll, von der Umsetzung her nicht toll, ist meines Erachtens auch nicht besonders gut gealtert. Andere Bücher von Erich Kästner mochte ich viel lieber, die aber mehr, sag ich mal, so fantastischen Realismus so ein bisschen beinhaltet haben oder direkt eigentlich nur Kinderkrimis oder Kinderabenteuer sind, ohne fantastische Elemente. Die gefallen mir bei ihm besser als jetzt diese Geschichte. Und dann der Zauber der Wünsche. Da hat mir der Anfang des Buches sehr gut gefallen, das Ende überhaupt nicht. War dann also insbesondere, nachdem ich schon einen großen Teil davon gelesen hatte, dann eine große Enttäuschung für mich. Dann Frage 6. Welches Buch hat dich im ersten Halbjahr am meisten überrascht? Und da habe ich einmal Hinter der blauen Tür von Marcin Szügiel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ist ein polnischer Autor und ich habe das als Hörbuch gehört und es hat mir insgesamt sehr gut gefallen von der Thematik, von der Stimmung, von der Andersartigkeit, die ich da so empfunden habe und ja, hat mich sehr positiv überrascht als eine Portal-Fantasy-Geschichte. Und das andere, was mich überrascht hat, war Pullerpause im Tal der Ahnungslosen von Franziska Gehm. Da ja, hatte ich so total was Albernes erwartet, auch mit Blick auf das Cover. Und es ist eine echt witzige Geschichte, aber sie wird nicht albern, nicht irgendwie polemisch, sondern ja. Hat sozusagen für mich immer das Herz am rechten Fleck und ist ganz rührig, ohne irgendwie auf eine negative Art und Weise nostalgisch zu werden oder sowas. Genau, das hat mich also auch sehr positiv überrascht. Dann nenne einen Autor oder eine Autorin, den oder die du im ersten Halbjahr kennen und lieben gelernt hast. Da möchte ich noch mal kurz Franziska Gehm erwähnen, von Pullerpause. Dann Carina Zacharias, die hat Minna und die magische Stadt geschrieben. Von der möchte ich auf jeden Fall auch noch ihre anderen Kinderbücher lesen. Dann achtens, dein neuer fiktionaler Schwarm. Sowas habe ich nicht, habe ich auch noch nie gehabt. Also vielleicht, als ich das erste Mal die unendliche Geschichte gelesen habe, Atreyu, aber das ist über 30 Jahre her. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich dazu zählt. Ja, dann dein neuer fiktionaler Lieblingscharakter. Ich habe nicht so Charaktere, mit denen ich mich so wahnsinnig identifiziere oder wo ich denke, oh Gott, das sind so tolle Personen. Eher so, dass ich Charaktere habe, die mir aus irgendwelchen Gründen im Gedächtnis bleiben, weil die besonders witzig, besonders verschroben sind, irgendwelche Eigenarten haben, die ich besonders witzig oder markant finde. Und da muss ich sagen, in diesem Jahr bisher am meisten waren das weibliche Nilpferd und das Gürteltier aus Das geblümte Sofa von Lygia Boyunga-Nunes. Das Gürteltier fand ich irgendwie total rührig von seiner Art her und das Nilpferd einfach nur cool und witzig und ja, ein Stück weit die Entwicklung, die es durchmacht, ist so eine, wo ich denke, ja, man möchte sie vielleicht nicht mehr als beste Freundin haben am Ende, aber sie ist schon witzig dargestellt und ja, hat mir auch sehr gut gefallen, einfach so als Charakter. Dann ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, wahrscheinlich am ehesten Das geblümte Sofa. Weine selten bei Büchern, bei Filmen immer. Also bei mir liegt es meistens an der Musik. Man muss nur rührige Musik anmachen, dann weine ich auch ganz ohne irgendeine Geschichte. Aber das geblümte Sofa fand ich so am allerrührigsten
von den Büchern, die ich gelesen habe. Dann ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Mich macht Lesen immer glücklich und es ist schwierig zu sagen, ob mich irgendwann mal eine Geschichte so richtig glücklich gemacht hat, weil das Ende so besonders toll war oder wie auch immer. Ich weiß, dass mir das so gegangen ist bei der Serie The Good Place, dass ich da die letzte Folge der letzten Staffel gesehen habe und wirklich ganz ergriffen war, weil alles irgendwie gut war. Bei Büchern habe ich das eher selten. Dann 12. Frage, zeige das schönste Buch, das du gekauft oder geschenkt bekommen hast. Da habe ich auch ein paar. Also ich mag immer gerne ein schönes Sachbuch für Kinder und die beiden aus dem Verlag Aas Edition hier Weniger ins Meer und Mein weitgereister Erdbeerjoghurt sind da so Beispiele, wo ich finde, die sind schön hochwertig gemacht, gefallen mir auch innen von der Grafik her ganz gut. Das sind auf jeden Fall zwei schöne Bücher. Dann mag ich generell gerne diese weiße Edition aus dem Dressler Verlag. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch aufgelegt wird, aber es sind häufig so Klassiker oder ja, von etwas älteren Büchern. Und die finde ich total schön. Da habe ich ein paar von. Das sieht auch im Regal dann natürlich sehr schick aus. Und ich mag hier auch die beiden Bilder vorne drauf sehr gern. Außerdem sind es tolle Bücher. Dann habe ich ein Buch Secondhand im Sozialkaufhaus gefunden, was mich auch gleich angesprochen hat. Das finde ich ist auch von den Zeichnungen außen sehr hübsch und das hat auch ein paar innen drin. Ich will mal gucken, ob ich hier gerade eins beim Blättern schnell finde. Also da sind auf jeden Fall auch so ein paar farbige Illustrationen drin. Und die fand ich auch richtig klasse. Relativ gruselige Szene, die ich da rausgesucht habe. Ist aber trotzdem ein Kinderbuch. Das fand ich hübsch. Und dann sehr hübsch fand ich Minna und die magische Stadt. Auch mit den Kleinigkeiten, die im Buch drin an Illustrationen oder Seitengestaltung mit enthalten sind. Und der Band 2 von Die Duftapotheke, das habe ich als Hardcover erworben. Das finde ich auch total schön. Ich mag auch diese Pflanzenzeichnungen, die da immer mal drin sind. Ich mag total, wenn irgendwelche Briefe oder Rezepte sind, dass die da als Illustration abgedruckt sind. Und das Cover ist total schön und hat so dieses, ja, was ist jetzt der richtige deutsche Begriff dafür? Die Engländer sagen, glaube ich, gerne whimsical. Also das ist so ein bisschen magisch, aber auch gemütlich, märchenhaft. Ja, fällt mir gerade nicht das richtige Wort ein, aber es finde ich passt zu der Duftapotheke. Dann, welche Bücher möchtest du bis zum Ende des Jahres unbedingt noch lesen? Da werde ich jetzt gleich noch mal ein Video drehen mit meinem aktuellen Stapel ungelesener Bücher, der hier schon bereit liegt. Und allerletzte Frage war, glaube ich, ein Booktuber, den ich dieses Jahr entdeckt habe und empfehlen möchte. Und da würde ich euch gerne Kumos Buchwolke empfehlen. Die macht, glaube ich, viel so Fantasy für Erwachsene, YA, Manga und Comics auch und auch immer mal Bilderbücher oder Bücher für Kindergartenkinder mit dabei. Das ist, finde ich, immer so für mich eine ganz tolle Mischung und es sind eben auch die Kinderbücher so ein bisschen mit dabei. Das finde ich super toll. Deswegen ist das sozusagen meine neue YouTuber-Entdeckung dieses Jahr, der ich ganz gerne folge. Und damit bin ich auch schon am Ende des Videos. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, in die Kommentare zu schreiben, was euch dieses Jahr besonders gut gefallen hat, überrascht hat oder enttäuscht hat.
Ansonsten bleibt neugierig, habt viel Spaß beim Lesen, auf ins zweite Halbjahr und auf hoffentlich viele tolle, spannende, schöne Leseerlebnisse. Bis zum nächsten Mal.